Hallo, liebe Waage, ich begrüße dich zu deiner neuen Monatslegung für den April 2023. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei bist und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Und an dieser Stelle stelle ich dir erst einmal wieder das Kartendeck vor, damit du weißt, was ich hier quasi verwende. Vor dir siehst du das Mura-Tarot und so wie immer verwende ich dann ebenfalls auch noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch einfach mal los. Aber vorher möchte ich dir noch mal ganz, ganz gern sagen, dass das hier eine ganz, ganz allgemeine Legung ist und nicht jeder von euch muss und kann damit in Resonanz gehen. Wenn du also dann irgendwann im April feststellst, naja, so richtig stimmig ist es nicht oder es trifft nichts ein, dann ist es nicht deine Legung, dann lass das bitte ganz einfach los. Ja, das Zweite, was ich dir jetzt noch mal ganz gern sagen möchte, ist, dass dieses Orakel jetzt wirklich interessant sein kann für dich, wenn du die Waage im Sonnenzeichen, im Mond, im Aszendent oder auch in der Venus hast. Okay, also wie gesagt, wenn du feststellst, nö, es passt nicht, es trifft nichts ein, dann schau dir ruhig auch mal dein Aszendent an, beziehungsweise dein Mondzeichen. Ja, vielleicht sind da ein paar Hinweise für dich dabei, was im April auf dich zukommt. Okay, so, Waage. Was bringt jetzt also der kommende April dem Kollektiv der Wagen? Was bringt jetzt der April? Was bringt der April der Waage? April Waage. Bitte Hinweise und Zeichen, was kommt im April auf die Waage zu? Was bringt der Monat April? Die ist es. Waage April. Hebe ich gleich auf. Noch eine Karte bitte für die Waage im Monat April. Okay. Das ist sowas von spannend. Also, liebe Waage, erstmal hebe ich jetzt die Karte auf, die jetzt hier für dich runtergefallen ist. Also die Kombination, das ist schon mal sehr, sehr interessant. Und da habe ich auch schon eine Botschaft für dich. Kann ich dir jetzt auch einfach schon mal sagen? Ich sage jetzt erstmal nicht, was rausgefallen ist. Vielleicht hast du ja die Karte schon gesehen. Aber bei einigen von euch habe ich hier auf jeden Fall den Eindruck, dass ihr eine Art Ziel oder einer Sache oder jemanden hinterherlauft, von dem es eigentlich nicht unbedingt das ist, was ihr wollt. Ja, was ihr wirklich wollt. Das ist auf jeden Fall, oh Gott, das ist ja total schief. Also das ist auf jeden Fall schon mal das, was ich hier wirklich wahrnehme, ne? Aber dazu dann später mehr. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt als erstes erstmal die Karte jetzt hier unten drunter an für dich. Und das ist für dich im Monat April die Hauptenergie, die Grundaussage, das Hauptthema. Es kann aber ebenfalls auch bedeuten, liebe Waage, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Lass uns doch mal schauen. Da haben wir jetzt hier die Königin der Münzen. Okay, die Königin der Münzen ist auf jeden Fall eine Energie, wo es um die Fürsorge geht, es geht um Sorgfalt, es geht um das Hegen und Pflegen einer Sache oder eines Menschen. Ne? Also die Königin der Münzen, die kann auf jeden Fall sehr, sehr gut für sich selbst und ebenfalls aber auch für andere sorgen. Ja, die weiß auf jeden Fall, was sie will. Sie steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Ne? Also sie lebt hier wirklich sozusagen in Fülle. Ihr geht es richtig gut, irgendwo auch. Also das sind jetzt hier sozusagen die Qualitäten, die sich jetzt hier verstärken für dich im Monat April. Es kann aber ebenfalls, liebe Waage, auch sein, dass du es hier mit einem eventuellen Erdzeichen zu tun hast, also Stier, Steinbock, Jungfrau, Sonne, Mond, Aszendent. Des Öfteren steht die Königin der Münzen auch für die Mutter, eine Mutterfigur, die Großmutter, die Schwiegermutter, vielleicht auch eine ältere Schwester, das kann jetzt hier der Fall sein, ja. Aber grundsätzlich, die Königin der Münzen kümmert sich sehr, sehr gut um sich, ebenfalls auch um andere. Und die Königinnen im Tarot stehen ebenfalls auch für das Nähren, für das Kümmern, aber auch für Selbstverwirklichung. Ja, und wir haben jetzt hier das Münzelement abgebildet. Also geht es hier bei dir um Themen wie zum Beispiel die Finanzen, Sicherheit, Stabilität, deinen Körper sozusagen. Also das alles das, was du anfassen kannst quasi, ne? Das Physische, das Materielle. Ja, also kann es hier wirklich bedeuten, dass es für dich unter anderem darum geht, sich selber zu verwirklichen, aber auch sich sehr, sehr gut um sich selbst und andere zu kümmern. Was haben wir hier drunter für dich? Da haben wir jetzt hier die Sechs der Kelche und da habe ich das Gefühl, dass es dabei um das innere Kind geht. Entweder um dein inneres Kind, liebe Waage, oder an sich um deine Kinder.
Oder und oder deine Kindheit, ja? Weil die 6. Kelche, da geht es immer um Themen aus deiner Vergangenheit. Oder aber du, hier kommt wieder jemand auf dich zu, eine Königin der Münzen, die du schon lange kennst, wo du diese Person möglicherweise aus den Augen verloren hast. Ja, also du musst mal gucken, wie das Ganze für dich hinhaut. Andere Botschaften für andere Wagen. Ja, also das ist ein allgemeines Reading. Ich glaube, du weißt, was ich damit sagen möchte. Es geht auf jeden Fall darum, mit dem Rat des Schicksals, dass hier eine Situation, ein Zyklus, eine karmische Verbindung oder karmische Situation nun zu einem Ende kommen darf. Ja, also kann es jetzt hier wirklich bedeuten, dass es darum geht für dich, dir deine Themen anzugucken, dein Mutterthema anzugucken, allgemein deine Kindheit, gewisse Dinge aufarbeiten, ja? Also das ist ebenfalls auch genau das, was ich hier spüre. Also nochmal kurz zusammengefasst, es geht hier wirklich darum, sich um sein inneres Kind zu kümmern, um die Kinder an sich zu kümmern, ja? Okay. Gut. Waage, wir gucken jetzt mal, was jetzt hier rausgefallen ist. Ich beginne mit jetzt hier der ersten Karte und da haben wir als erstes für dich das Ass der Stäbe. Bei dem Ass der Stäben geht es um die Initiative ergreifen, es geht um neue Möglichkeiten, neue Chancen, die auf dich zukommen, möglicherweise ein neues Hobby, was deine Begeisterung erweckt, ja, sich kreativ ebenfalls auszudrücken, neue Chancen im Bereich Karriere vielleicht auch, Beruf, ja. Weil das Ass der Stäbe, da kommt Schwung in die Sache, da kommt auf jeden Fall Bewegung rein. Ja, es geht ja also um das Feuerelement und bei dem Feuerelement geht es um Entschlossenheit, es geht ums Handeln, es geht um Aktion. Ne? Und da habe ich das Gefühl, lieber Waage, dass es in irgendeiner Art und Weise für dich auch irgendwo darum geht, die Initiative zu ergreifen und dass der Anstoß von dir ausgehen darf. Ja, aber allgemein, das Ass der Stäbe, da kommt wieder Schwung rein, da kommen neue Chancen auf dich zu im Bereich Karriere, ein neues Hobby, irgendetwas, was dich inspiriert, was deine Leidenschaft erweckt. Ja, gut, wir gucken mal weiter. Oh, die Vier der Kelche. Ja, das ist so eine Energie, wo man noch nicht so richtig weiß, soll ich das machen oder soll ich es nicht machen? Weil die Vier der Kelche, das ist wirklich eine Energie von Unzufriedenheit, von Groll, von Missmut. Man ist ein bisschen grollig, man ist ein bisschen eingeschnappt, man ist trotzig. Ne? Das ist das Gefühl von Frust und Ablehnung auch so ein kleines bisschen. Aber das ist jetzt irgendwo natürlich, liebe Waage, schon die zweite Karte, die darauf hindeutet, dass hier eine Möglichkeit geboten wird. Aber die Person, die guck lieber, naja, die ist ein bisschen gelangweilt, die ist ein bisschen unzufrieden. Egal, was dieser jemand vorgesetzt bekommt, man kann es diesem jemand auch einfach nicht recht machen. Ja, das sind so die Energien der Vier der Kelche. Ne? Also wir müssen dann auf jeden Fall mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hier weiterentwickelt. Ich bekomme, muss ich dir ganz ehrlich sagen, auch so eine Energie rein von einer gewissen Trägheit. Von einer gewissen Trägheit. Und ich muss sagen, die Königin der Münzen. Die negative Eigenschaft bei der Königin der Münzen wäre wirklich Stolz oder Trägheit. Ja, dass sich da gewisse Dinge überhaupt nicht wirklich bewegen, dass gewisse Dinge überhaupt nicht vorwärts gehen und dass man überhaupt keine Lust hat auf Veränderungen. Ja, wir gucken mal weiter. Was haben wir als nächstes? Warte mal, das muss gerade sein. Okay, jetzt haben wir hier für dich die 9 der Kelche. Das ist das Gegenteil von dieser Karte, weil bei den 9 der Kelchen geht es auf jeden Fall um Genuss. Es geht um Genuss, es geht um die Erfüllung, es geht um emotionale Zufriedenheit, es geht um Geselligkeit, ne? Also wirklich das komplette Gegenteil von dem hier. Also liebe Waage, was mir hier wirklich gesagt wird, ist, dass du auf jeden Fall eine Möglichkeit erhältst oder ebenfalls auch die Option hast, ja, dich der Leidensseite des Lebens auch wieder zu widmen, dass du dich wirklich wieder mehr kreativer ausdrückst, dass du wieder mehr Spaß hast, dass du wieder lernst, ja, dass du ein neues Hobby ausüben kannst irgendwo, weil wir haben ja hier unter der Königin der Münzen haben wir die 6. Kelche. Und bei den 6. Kelchen geht es um Themen wie zum Beispiel die Kinder oder Kindheit, Spaß, Spiel, Spannung. Ja, also das ist ebenfalls hier auch mit irgendwo damit gemeint. Und die 9 der Kelche stehen ebenfalls auch für eine gewisse Wunscherfüllung. Und da, liebe Waage, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass du dir gewisse Wünsche oder auch einfach gewisse Bedürfnisse einfach vorenthalten hast. Dass du gesagt hast, nee, ich brauche das nicht, ich will das jetzt nicht und ich verdiene das nicht, wie auch immer. Also so nehme ich das so ein Stück weit wahr, muss ich dir sagen. Ja? Gut, wir gucken mal weiter. Diese beiden Karten habe ich ja schon gesehen und ich habe auch am Anfang was dazu gesagt. Wir haben jetzt hier zum einen die 7 der Schwerter. Und bei den 7 der Schwertern habe ich ja eben schon dir gesagt, dass es hier anscheinend wirklich etwas gibt, dem du nachläufst, dem du hinterherläufst, von dem du eigentlich weißt, intuitiv, da wartet etwas Besseres auf dich.
Ja, und gerade jetzt hier auch gespiegelt auf die vier der Kelche, habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass du hier etwas möchtest, wo du aber Ablehnung erfährst, was sich für dich ja einfach nicht zu erfüllen scheint. Ja, also das ist hier wirklich das Gefühl, was ich hier wirklich habe. Und dann haben wir als nächstes hier oder auch als letztes den Wagen. Und bei dem Wagen geht es auf jeden Fall um Zielsetzung. Es geht hier um deine Ziele. Wenn man hier losfährt mit dem Wagen, sollte man wissen, wo es hingeht. In der Regel weiß man das. Ja, wo es hingehen soll, sozusagen. Also bei dem Wagen geht es um Ziele, es geht um Entschlossenheit, es geht also wirklich darum, dass hier wieder Bewegung reinkommen darf. Und bisher, liebe Waage, hast du dich ja anscheinend wirklich auf etwas konzentriert, was dich hier wirklich eigentlich unzufrieden stimmt. Das kann ein Job sein, das kann die Art und Weise sein, wie du dein Geld verdienst, das kann eine Partnerschaft sein, das kann eine Freundschaft sein oder auch einfach eine Unzufriedenheit mit sich selber. Ja, dass man mit sich selber so ein bisschen im Unreinen ist. Also das ist auf jeden Fall das, was ich hier wirklich wahrnehme. Es gibt hier etwas, das scheint dich zu langweilen, das scheint dich hier wirklich nicht zufrieden zu stimmen, das gibt dir nicht die Erfüllung, die du dir eigentlich so sehr gerne hättest. Ja. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass du irgendetwas so vielleicht auch genommen hast, wo du eigentlich glaubst, ich brauche das, oder dann aber irgendwann feststellst, nee, so ganz zufrieden macht mich das Ganze dann doch nicht. Ne? Also darf man jetzt wirklich einfach mal fragen, ist das wirklich die Erfüllung, die ich mir so sehr wünsche? Was ich jetzt für eine weitere Botschaft reinbekomme, wie gesagt, allgemeines Orakel, ist, liebe Waage, dass du hier möglicherweise schon gewisse Dinge erfüllt hast, von denen du erst gedacht hast, ja, das bringt mir die Erfüllung, das bringt mir die Freude. Aber dann stellst du fest, das bringt mir nicht wirklich das, was ich mir erhofft hatte. In dem Fall, liebe Waage, ist der Weg das Ziel. Ja, also hier habe ich das Gefühl, ja, du hast oder einige von euch, ihr scheint hier ein bestimmtes Ziel erreicht zu haben, stellt jetzt aber fest, nun ja, so die ganze Erfüllung bringt mir das jetzt dann nun doch nicht. Ja, aber der Mensch lernt mit seinen Erfahrungen, ja, der Mensch wächst ebenfalls auch mit seinen Erfahrungen. Gut, das ist auch spannend hier. So, ich habe hier wirklich das Gefühl, liebe Waage, dass du hier mit einigem konfrontiert wirst, wo du jetzt mittlerweile bald feststellst, nee, so richtig zufrieden stimmt mich das nicht. Das ist nicht oder nicht mehr unbedingt das, was ich mir wirklich wünsche, was ich mir erhoffe. Ja, des Weiteren sehe ich auch, dass ihr euch in eine Bewegung bewegt, dass ihr euch in eine Richtung bewegt habt, von dem du erst dachtest, das ist mein Weg und wo du jetzt feststellst, nö. In gewisser Weise, liebe Waage, muss ich leider sagen, dass du dich da auch irgendwo selber belogen hast. Ja, also das ist das, was ich hier wirklich wahrnehme. Das kann ja zu tun haben mit einem Jobwechsel, das kann ja zu tun haben mit einer Berufung, mit einer bestimmten Partnerschaft, möglicherweise auch mit einem Umzug oder einer bestimmten Reise. Ja? Die Optionen, liebe Waage, die Optionen, das ist ja auf jeden Fall da. Ja, du hast hier wirklich viele Optionen. Und auch Möglichkeiten, deine Wünsche wahr in Erfüllung gehen zu lassen. Aber ich sehe auch bei einigen von euch, ihr habt euch schon gewisse Dinge erfüllt, aber so richtig zufrieden seid ihr trotzdem nicht. Ja? Und da wird es jetzt langsam wirklich einfach mal an der Zeit, um zu schauen, okay, was genau hat es damit auf sich? Was wünsche ich mir wirklich? Was würde mich jetzt hier wirklich erfüllen? Ja? Gut, liebe Waage, wir gucken jetzt weiter mit dem nächsten Deck. Ich verwende jetzt für dich das Stargazing-Orakel. Ja, das ist ziemlich eindeutig, ne? Dass ihr oder dass einige von euch sich in eine Richtung bewegt haben, dass ihr etwas Bestimmtes haben wolltet, dass ihr ein bestimmtes Ziel hattet, was ihr unbedingt haben wolltest. Du hast es dir in irgendeiner Art und Weise vielleicht auch geholt. Oder wenn nicht, dann bist du auf jeden Fall noch dabei, dir das zu holen. Aber irgendwie so richtig erfüllen, das ist dann nicht da. Ne? So richtig erfüllen tut es dich jetzt hier möglicherweise nicht. Gut, Waage, April. So, was bringt der Monat April noch dem Kollektiv der Wagen? Waage, April. Was kommt jetzt noch im April auf die Waage zu? Okay, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ich muss es jetzt schon sagen, weil ich habe jetzt schon die Botschaft, liebe Waage. Wir haben jetzt hier für dich das 10. Haus.
Das passt ganz gut auch irgendwo zum Wagen, obwohl das hier Krebsenergie ist und das ist Steinbockenergie. Aber die Botschaft ist irgendwo die gleiche. Was ich hier wirklich fühle, liebe Waage, ist, dass du ein Status, einen gewissen Ruf haben möchtest, einen gewissen Erfolg ernten möchtest. Dass du einfach etwas leisten möchtest, dass du etwas Bestimmtes für dich erreichen möchtest, dass du dir ein Vermächtnis vielleicht auch aufbauen möchtest. Aber hier scheinst du so langsam aber sicher eines Besseren gelehrt zu werden. So nach dem Motto, liebe Waage, ist es wirklich genau das, was dich wirklich erfüllen würde? Gibt es da nicht sogar noch ein bisschen mehr als nur dieses eine? Ja? Weil das hier, das 10. Haus, ist die Energie von Vermächtnis, Erbe, ein guter Ruf, Status, öffentliche Anerkennung. Ja? Einige von euch, ihr wollt das. Ihr wollt ja Erfolg, ihr wollt öffentliche Anerkennung, ihr wollt einen guten Ruf, ihr wollt erfolgreich sein. Daran ist ja nichts auszusetzen, liebe Waage. Aber irgendwas scheint hier auf jeden Fall nicht zu stimmen. Es ist wie, als ob du dich ja möglicherweise wirklich nur auf das Materielle konzentrierst und nicht wirklich auf die Erfüllung, beziehungsweise dass die Erfüllung dabei zu kurz kommt. Dass die Leidenschaft da wirklich ein bisschen zu kurz kommt. Ja, da sehe ich nämlich auch so ein bisschen mit dem Ass der Stäben, mit dem vierten Kelchen daneben. Ja, gut, wir gucken jetzt weiter. Aprilwaage. Ich musste das jetzt nochmal ganz kurz loswerden, weil ich die Botschaft, weil die richtig durchkam. Ja, natürlich geht es bei dem 10. Haus auch um die Karriere, die Berufung. Wir gucken mal weiter, was jetzt hier noch alles Schönes rauskommt für dich. Was bringt der April? Was bringt der Monat April noch der Waage? Was bringt jetzt der April noch dem Kollektiv der Waage? Waage, Waage, Waage. April. So, okay, sehr schön. Da haben jetzt, die Karten habe ich schon gesehen, deswegen würde ich sagen, dass ich mit der hier anfange. Da habe ich für dich Quincunx. Es geht hier also um gewisse, naja, etwas ist ja, das ist eine herausfordernde Energie. Das ist eine rätselhafte, eine sehr herausfordernde Energie. Man wird hier also vor gewisse Lektionen gestellt. Man hat hier gewisse Lernaufgaben zu überwältigen und das ist ebenfalls auch eine Energie des Frust, der Frustration. Und das passt auch irgendwo leider zu dem Federkelchen. Ne? Also irgendetwas im Bereich Beruf, Karriere, Öffentlichkeit scheint dich hier wirklich zu frustrieren. Und das hat hier auf jeden Fall damit zu tun, weil du dich so sehr auf ein bestimmtes Ziel konzentrierst, von dem du glaubst, es haben zu müssen, aber da passt irgendwas nicht, liebe Waage. Ne? Okay, die Karte habe ich auch schon gesehen. Wow, okay, your soul has returned to learn many lessons. Also deine Seele ist zurückgekehrt, um viele Lektionen zu lernen. Es wartet hier also eine bestimmte Aufgabe auf dich. Eine Lektion, ein bestimmter Zyklus oder eine bestimmte Sache kommt hier nochmal erneut in dein Leben, weil du hier etwas lernen darfst, was du zuvor noch nicht gelernt hast, liebe Waage. Und das hat ja auf jeden Fall etwas im beruflichen Bereich zu tun oder auch. Ja, okay, was ich jetzt auch fühle, liebe Waage, ist, dass du in irgendeiner Art und Weise in der Partnerschaft oder vielleicht auch im Beruf, dass du da irgendwie Kompromisse eingehst, wo du dich selber aber so ein bisschen betrügst, von dem du weißt, nee, eigentlich will ich das gar nicht, aber ich sage trotzdem ja, weißt du? So fühlt sich das Ganze ebenfalls auch für mich an. Gut. Machen wir jetzt weiter mit der Karte hier unten drunter. Und da haben wir für dich Widder. Also, es kann hier bedeuten, dass du es mit einem Widder zu tun hast, Sonnenmond Aszendent. Widder-Energie steht auf jeden Fall auch wieder. Das ist eine rebellische Energie. Es geht um Geschwindigkeit, es geht um Aktion, es geht um Handeln, Durchsetzung. Passt also sehr gut zum Ass der Stäbe, habe ich gerade, glaube ich, schon gesagt. Also, es kommt hier auf jeden Fall schon Energie, es kommt hier auf jeden Fall Schwung rein. Die Frage ist nur, ist das Ziel wirklich das, was du möchtest? Das darfst du dich hier wirklich fragen, weil mit den 7er Schwertern hier stimmt irgendwas nicht so richtig. Ja, das habe ich dir ebenfalls auch schon gesagt. Aber der Widder ist an sich ebenfalls auch eine durchaus impulsive Energie. Es ist eine kriegerische Energie. Man ist hier wirklich bereit, ein Risiko einzugehen. Ne? Aber durchaus geht es hier wirklich um, ja, auch irgendwo materielle Dinge. Ne? Ein richtig krasses Motorrad, dann haben wir hier einen Lamborghini. Ne? Also auch hier geht es schon in gewisser Art und Weise um materielle Dinge, um das Materielle. Ja, guck mal, was ich habe. Ne?
Ja, und das ist ebenfalls auch genau das, was ich mir wünsche, oder was ich mir wünsche, nein, was du dir wünschst, liebe Waage. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ne, also ich sehe hier wirklich, du wünschst dir Status, du willst Anerkennung, du willst Erfolg, du willst gesehen werden, du willst, dass alle dich bewundern und so weiter und so fort. Daran ist nichts auszusetzen. Ich wiederhole mich, um Gottes Willen, ja? Es ist doch schön, wenn man gut bei Menschen ankommt. Nur das Ding ist einfach, dass das dich frustriert, eben weil das noch nicht wirklich da ist. Ja? So, jetzt habe ich es. So, was haben wir hier für dich? Das achte Haus. Bei dem achten Haus geht es auf jeden Fall um Ende, Anfang. Es geht um Transformation. Es geht darum, dass hier etwas zu Ende geht und etwas Neues beginnen darf, auf jeden Fall. Das achte Haus, da geht es auch um gewisse Obsessionen. Und genau das ist das, was ich hier wirklich auch bei dir fühle, liebe Waage, dass du wirklich beinahe schon sehr, sehr obsessiv bist, entweder in Bezug auf dein Gegenüber, ne, dein Wunschpartner vielleicht oder Partner, keine Ahnung, oder aber in Bezug auf dein bestimmtes Ziel im Bereich Beruf, Berufung, Karriere, ja. Also hier hat man schon eine gewisse Obsession, eine gewisse Besessenheit in Bezug auf dein Ziel, was du ja haben möchtest. Und gerade weil du alles andere als locker bist in Bezug auf dieses Ziel, geschieht es nicht. Ja, deswegen kommt da nämlich Frust. Deswegen kommen da hier gewisse Herausforderungen gerade. Deswegen kommt dir hier möglicherweise auch alles ein bisschen spanisch vor, wo du nicht so richtig weißt, okay, wie kann ich das jetzt wirklich erreichen? Das liegt wirklich daran, dass du, was das angeht, wirklich sehr, sehr obsessiv daran festhältst. Ja, und das ist nämlich der Grund für, ja, für Frust, dass es eben nicht so wirklich vorwärts geht. Na? Okay. So, das nächste Kartendeck, liebe Waage, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Engeltarot von Doreen Virtue. Liebe Waage, es kann natürlich ebenfalls auch bedeuten, dass hier jemand anderes deine Aufmerksamkeit haben möchte. Dieser jemand könnte hier mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Widder sein, Widder, Sonne, Mond, Aszendent. Aber bei einigen von euch spüre ich, es geht hier um einen gewissen Neubeginn. Es geht hier um etwas Neues, ganz allgemein, eine neue Partnerschaft, ein neuer Job, deine Berufung, deine Selbstständigkeit, Erfolg, ne? Also hier habe ich das Gefühl, möchte irgendjemand mit dem Kopf durch die Wand, hat nur noch Augen für diese eine Sache. Ja, und weil sich das Ganze nicht so richtig erfüllt, wie man das ganz gerne hätte. Da zeigt, da kommt dann der Frust. Es fühlt sich wirklich so an, liebe Waage, dass dir hier mit Absicht schon Steine in den Weg gelegt werden, also mit Absicht, also vom Universum her, dass dir das Universum sagen möchte, hallo, es geht hier nicht weiter. Überlege wirklich, ob es das wirklich wert ist, ob dir das wirklich die Erfüllung bringt, die du ganz gerne hättest. Ja, weil ich wiederhole mich, liebe Waage. Es geht mehr, es geht um deutlich mehr als um Status, als um materielle Reichtümer und so weiter. Ja. Und wenn du jetzt sagst, nur die Legung passt ja mal überhaupt nicht, dann schau dir ruhig auch mal gerne dein Aszendent an oder dein Mondzeichen, ja? Es kann auch eine bestimmte Partnerschaft sein oder eine Familie gründen, dass du mit deinem Partner ganz gerne eine Familie haben möchtest. Irgendetwas gibt dir nicht die Erfüllung, die du ganz gerne hoffst zu bekommen? Ja, okay. Ich bitte jetzt noch um weitere Einsichten für die Waage für den Monat April. April Waage. Was bringt der Monat April? Jetzt noch der Waage. Bitte weitere Einsichten. Bitte weitere Einsichten für das Kollektiv der Waage für den Monat April. April Waage. Was kommt da jetzt noch? April Waage. Bitte weitere Einsichten. Nee, die sind es nicht. Bitte weitere Einsichten jetzt für das Kollektiv der Waagen im April. April Waage. Was bringt der April jetzt der Waage? April Waage. Bitte weitere Einsichten. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, dass ich mal mit der einen Karte beginne, die ich jetzt hier schon vor mir sehe. Das ist sozusagen die letzte Karte, die jetzt hier rausgefallen ist.
Und zwar sind das die 10 des Feuers. Zu viel Arbeit, nimm Hilfe von anderen an. Das Leben ist aus dem Gleichgewicht. Stress gefährdet deine Gesundheit. Okay, liebe Waage, es gibt ja anscheinend wirklich etwas, was dich enorm stresst. Weil du hier wirklich permanent am Arbeiten bist, weil du dich nonstop auf eine bestimmte Sache fokussierst, fixierst und du merkst irgendwann, okay, das Ganze hier wird mir langsam etwas zu viel. Ja? Also, wir gucken jetzt mal weiter. Was haben wir hier? Das ist der Ritter des Feuers. Leidenschaftlich, abenteuerlustig, selbstsicher und ruhelos ist dieser. Ein plötzliches Ereignis erfordert unmittelbare Aufmerksamkeit. Schnelles Handeln ist gefragt, trotzdem gründlich nachdenken. Also, liebe Waage, das kann jetzt ja wirklich zum einen bedeuten, dass du es wirklich eilig hast. Ne? Also, dass du hier ganz, ganz schnell und so schnell wie möglich an dein Ziel kommen möchtest. Aber hier wird auch so ein bisschen gesagt, hey, denk einfach mal gründlich nach. Sorge wirklich jetzt auch wieder für Balance in deinem Leben. Des Weiteren habe ich aber das Gefühl, dass das hier jemand anderes darstellt. Dein Gegenüber sozusagen, mit dem du es zu tun hast. Das kann jetzt hier wirklich ein Feuerzeichen sein. Widder haben wir hier auch gehabt. Widder, Löwe, Schütze, Sonnenmond, Aszendent. Wenn es nicht eines dieser Sternzeichen ist, dann ist es jemand, der durchaus leidenschaftlich ist, sehr spontan, der ist ungeduldig, der ist sehr impulsiv, charmant, ja, möglicherweise auch sehr, sehr anziehend in gewisser Art und Weise. Hier möchte jemand auf jeden Fall, habe ich das Gefühl, deine Aufmerksamkeit. Oder aber du möchtest von jemand anderen die Aufmerksamkeit haben oder auch generell im Beruf. Ja, du möchtest gesehen werden, du willst Erfolg, Status und so weiter und so fort. Aber nun ja, da habe ich das Gefühl, du arbeitest diesbezüglich ein bisschen zu viel, sodass du diesbezüglich schon ein kleines bisschen zu verbissen bist. Ja? Sorry, wenn ich da jetzt so direkt bin, aber so berate ich nun mal. So mache ich nun mal meine Kartenlegung. Ne? Ich bin absolut ehrlich und direkt und sage dir ganz genau, was ich sehe und wahrnehme. Gut, was haben wir hier? Das sind die Liebenden, Erzengel Raphael. Bei einigen von euch geht es hier eindeutig um eine Partnerschaft, eindeutig um eine Verbindung. Ja, ich habe das Gefühl, irgendeine Verbindung stresst euch. Entweder das, du und ja, die Situation zwischen dir und deinem Gegenüber, mit dem du entweder fest zusammen bist, verheiratet, oder aber, naja, Freundschaft plus. Ne? Da habe ich das Gefühl, das Ganze stresst dich. Das Ganze stresst dich hier wirklich. Ja, also es geht hier um innige Liebesbeziehungen, prüfe deine Entscheidungen sorgfältig und gute Gesundheit. Na? Gute Gesundheit, jetzt in Kombination mit den 10 der Stäben, da ist jetzt hier so ein bisschen darauf zu achten, dass du dich hier nicht überforderst, dass du hier nicht zu viel arbeitest, dass du hier auch mal ein bisschen lockerer lässt, dass du auch mal lernst, gewisse Arbeiten abzugeben, liebe Waage. Das kann jetzt hier wirklich auch mit damit gemeint sein. Aber vom Gefühl her habe ich das Gefühl, irgendeine Partnerschaft scheint dir hier wirklich schwer zuzusetzen. Ja. Oder allgemein, irgendwelche Entscheidungen, die du triffst, die Richtung, in der du dich bewegst. Ja. Oder das Ziel, auf das du zusteuerst. Ja. Gut, machen wir mal weiter mit der hier. Dann haben wir das Rad. Erzengel Michael. Eine Zeit positiver Veränderung. Eine Situation, die sich plötzlich vorwärts bewegt. Das Glück ist auf deiner Seite. Okay, das kann jetzt hier auch bedeuten, dass das Glück auf jeden Fall auf deiner Seite ist, dass du hier wirklich auch unterstützt wirst. Die Situation, die hier angezeigt ist, die ich jetzt hier die ganze Zeit wiederholt habe, die ich die ganze Zeit dir erläutert habe, warum sage ich Jungfrau zu dir? Liebe Waage, da habe ich wirklich das Gefühl, da kommt Schwung rein, da kommt wieder mehr Bewegung rein. Und deine Situation, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diese sich verändert. Ja? Also solltest du hier wirklich auf dein Ziel zusteuern und du bekommst einfach keine Ergebnisse, dein Wunsch bleibt hier auf jeden Fall verwehrt, habe ich wirklich das Gefühl, für einige von euch, das Ganze kann sich hier auf jeden Fall wirklich verändern. Ja, das ist auch das, was ich hier sehe. So, dann haben wir jetzt hier für dich die 7 des Wassers. Eine komplexe Entscheidung. Die Notwendigkeit nachzuforschen. Hör auf, die Dinge vor dir herzuschieben. Ja, die 7 des Wassers, was die 7 der Kelche sind, das ist so die Energie von, ja, zu viele Optionen. Man hat sich zu viel vorgenommen, beziehungsweise man nimmt sich eventuell auch einfach zu viel vor. Und das ist auch das, was ich hier sehe bei dir, liebe Waage, oder was ich besser gesagt auch bei dir spüre, dass du dir in gewisser Weise vielleicht auch zu viel zumutest. Ja, wie zum Beispiel Beruf, sehr viel arbeiten, sich um die Kinder kümmern, Haushalt schmeißen, dann noch dem Mann alles vorsetzen und so weiter und so fort. Ne? Das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber hier habe ich den Eindruck, dass du dir, ein Haar von mir, dass du dir hier wirklich zu viel zumutest. Dass du kaum noch Zeit für dich hast und dass du dich hier wirklich stresst. Und das hat jetzt zu tun,
bei einigen von euch durchaus ebenfalls auch gesundheitlich. Ne? Also achte ein bisschen auf dein Wohlbefinden. Natürlich, wenn du körperlich irgendwelche Symptome hast, geh bitte zum Arzt. Ja, das ist natürlich klar. Des Weiteren, also hier geht es eindeutig um Entscheidungen, wo du noch einmal ganz genau gucken solltest, liebe Waage, ist es genau das, was ich wirklich möchte? Oder machst du dir da nicht irgendwie was vor? Weil die 7. der Kelche ist auch die Energie der Illusionen, der Luftschlösser, der Traumtänzerei. Und das ist schon weit von der Realität entfernt. Ja, und du hast hier als Hauptenergie die Königin der Münzen. Und diese ist sehr, sehr realistisch. Die ist bodenständig. Die stellt sich den Tatsachen. Ja, und da habe ich den Eindruck, liebe Waage, dass das nun wirklich auf einige von euch zukommen wird, dass ihr in gewisser Art und Weise zurückgeholt werdet auf den Boden der Tatsachen. Ja. Ja, gewisse Dinge kommen in Bewegung, das spüre ich mit dem Ast der Stäben und auch mit dem Rad des Schicksals hier. Da kommt etwas in Bewegung, aber vom Gefühl her glaube ich auch mit dem Rad hier, dass es hier um eine karmische Lernaufgabe für dich geht, beziehungsweise um eine karmische Verbindung. Ja, hier gibt es anscheinend wirklich eine Verbindung, liebe Waage, die zieht dich runter, die erfüllt dich nicht. Ne? Da ist keine Liebe, keine Leidenschaft, keine Wertschätzung. Da ist einfach vielleicht einfach nur Frust, Langeweile und keine Ahnung. Nur schlechte Laune vielleicht sogar auch. Ne? Diesbezüglich habe ich das Gefühl, macht man sich hier eventuell ein kleines bisschen was vor. Ne? Von dem du erst dachtest, jo, es bringt mir die Erfüllung, das ist genau das, was ich will oder wollte und stellst jetzt fest, nö, es ist nicht an dem. Ne? Muss ich dir jetzt leider genauso sagen, wie es ist. Das letzte Kartendeck, liebe Waage, was ich jetzt für dich verwende, ist das Zauber der Meerjungfrauen und Delfin von Doreen Virtue. Natürlich kann es auch bedeuten, liebe Waage, was ich jetzt auch fühle für einige von euch, dass du es mit jemandem zu tun hast, der dir hinterherläuft. Dass ich von dir nicht wirklich lösen kann. Das ist durchaus auch das, was ich hier wahrnehme. Der hier wirklich deine Aufmerksamkeit haben möchte, der gesehen werden möchte. Ja, wie so ein kleiner Junge, wie so ein kleines Kind, was Aufmerksamkeit haben will. Ja, entweder ist es die Energie oder ist es die Person, mit der du es zu tun hast, oder aber, liebe Waage, du bist das. Ja, das weißt du jetzt am besten, weil ich kenne dich nicht, ich kenne deine Situation gerade nicht. Ne? Ich kann dir hier nur sagen, was ich fühle und wahrnehme. Also hier stehst du wirklich vor einem Rätsel, vor einer gewissen Lernaufgabe, die hier auf jeden Fall gelernt werden darf, nun endlich. Okay, so, letzte Botschaften jetzt bitte für die Waage, für den Monat April. April Waage. Was bringt der Monat April noch dem Kollektiv der Wagen? Waage April. Noch eine Karte bitte. Eine Karte noch für die Waage. Dankeschön. So, ich wollte wenigstens zu Ende mischen. So, unten drunter, liebe Waage, hast du Wellen des Wohlstands, neue Fülle und spannende Chancen überfluten dich gerade. Ja, das ist im Prinzip auch genau das, was ich dir gesagt habe, liebe Waage. Ich habe ja den Eindruck, du hast hier durchaus mehrere Optionen. Das sagen nämlich auch die 7 des Wassers. Du hast hier momentan mehrere Optionen. Du hast hier wirklich verschiedene Möglichkeiten, um hier wirklich deine Erfüllung zu finden. Ja? Neue Chancen kommen hier wirklich auf dich zu. Chancen, wo du dein bestimmtes Ziel für dich erreichen kannst. Ja, wo du jetzt aber trotzdem erkennen darfst, dazu gehört doch so viel mehr als einfach nur das eine. Ne? Okay, was haben wir hier? Ruhe. Nimm dir Zeit, dich zu entspannen, still zu werden und dein Alleinsein zu genießen. Verwöhne dich. Okay, jetzt bekomme ich eine Botschaft rein. Das kann jetzt auf wenige von euch zutreffen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, einige von euch, ihr mögt es nicht, alleine zu sein. Ihr habt wirklich, ne, ich will nicht sagen, ihr habt Angst davor, allein zu sein, aber ja, so ein Motto, ich will nicht allein sein, ich will nicht Single sein. Und ne, das ist das, was auf einige von euch zutreffen kann. Das ist die Botschaft, die ich jetzt auch durchbekommen habe. Auf wenige von euch wird es vielleicht auch wirklich zutreffen. Aber gut, jetzt ist jetzt wirklich die Zeit für dich gekommen im April, wo du dich gut um dich kümmerst. Wie gesagt, die Energie, die Hauptenergie der Königin der Münzen sagt, dass man sich jetzt hier gut um sich selber kümmert. Ne? Diese Zeit kommt jetzt hier wirklich auf dich zu, weil es kommen jetzt hier wirklich Dinge auf dich zu, die sind durchaus, die können dich stressen. Die sind anstrengend. Zu viel Arbeit, zu viel Stress. Ja? Deswegen ist es jetzt umso wichtiger für dich, liebe Waage, dass du dich sehr, sehr gut um dich kümmerst.
ja, dass du wieder in deine Stärke kommst, damit du hier diese Aufgaben bewältigen kannst, damit du diese Lektionen bewältigen kannst. Ja? Okay, was haben wir hier für dich? Musik zur Manifestation. Um schnell zu manifestieren, denke an deinen Wunsch, während du singst, summst oder musizierst. Ja, also es kann ja wirklich sein, dass du irgendetwas mit Musik machst, dass es dir auf jeden Fall helfen wird, bestimmte Musik zu hören, um etwas Bestimmtes für dich zu manifestieren. Und das auf jeden Fall, ja, mit Gelassenheit und voller Entspannung auf jeden Fall. Ja, vielleicht ist es auch so, dass du ein Musikinstrument spielen möchtest. Des Weiteren habe ich auch das Gefühl, liebe Waage, ist es ebenfalls wichtig, einfach mal darauf zu achten, was für Musik du hörst. Ja, also es gibt ja wirklich Lieder, die sind so ein bisschen schmerzhaft, da ist wirklich sehr viel Kummer, da ist sehr viel Leid. Und wenn du jetzt ja also wirklich etwas Bestimmtes für dich erreichen möchtest, ist es für dich notwendig, dass du auch dementsprechend positive Musik hörst. Ja. Also bei dir ebenfalls im April geht es auch sehr, sehr stark um Entspannung. Na? Okay. Die letzte Karte, da haben wir für dich hilfreicher Mensch. Jemand möchte dir helfen. Überlege, wer es sein könnte und nimm Kontakt auf. Also, liebe Waage, es kann ja wirklich sein, dass hier jemand auf dich zukommt. Der kann dir hier auf jeden Fall ein bisschen Arbeit abnehmen, damit du auch einfach mal zur Ruhe kommst. Ja, möglicherweise ein guter Freund, ein Babysitter, deine Schwester, dein Bruder, sowas in der Richtung. Ja, da habe ich das Gefühl, hier kann jemand dir auf jeden Fall helfen, damit du zur Ruhe kommst, damit du einfach mal wieder dich entspannen kannst. Ja, jemand kann dir hier auf jeden Fall helfen. Vielleicht etwas, was mit Gesang, mit Tanz oder allgemein Musik zu tun hat. Damit du wieder mehr in die Gelassenheit kommst, damit du dich wieder mehr entspannen kannst, lieber Waage. Das ist ja durchaus sehr, sehr interessant. Okay, so, lass mich jetzt einmal noch ganz, ganz kurz schauen, was ich dazu jetzt noch wahrnehme. Nö, lieber Waage, es wurde alles gesagt. Ich danke dir ganz, ganz doll fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen schönen April und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Tschüss.